Und damit herzlich willkommen hier bei TipTapTio. Wer meinen Kanal Adrian Online Your Music aufmerksam verfolgt, weiß, dass Marie und ich für unsere Kinder eine Überraschung besorgt haben. Und klappt doch gut, oder nicht? Wie bitte? Klappt doch gut. Das Geheimnis ist auf dem Dach. Aber ich werde noch nicht sagen, was das ist. Ich bin jetzt gerade dabei, das festzuzurren. Es ist unheimlich. Lang. Es ist zwar noch ein wenig kühl im April, aber es wird demnächst wärmer und dann kann man damit was richtig Tolles machen. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht auf meinem Kanal, was das wohl sein könnte. Überwiegend wurde geschrieben, es sei denn ein SUP, also Stand-Up-Paddle, ist es aber nicht. Wir gehen jetzt mal los und holen die Kinder. Habe ich gerade wir gesagt, damit meinte ich natürlich uns beide, die wir auch das Teil hierher geholt haben. Hast du einen Moment Zeit? Ja. Komm mit. Kannst du mal kurz deinen großen Bruder holen? Mhm. Ja. Hi. Na, ihr drei? Wir sind gerade dabei, ein bisschen zu kennen. Echt? Hast du mal Zeit? Ja. Wie siehst du denn aus? Wieso? Ach, durchgezogene Augenbrauen? Ich habe noch nicht geschafft. Was ist denn das? Ich habe hier unten eine super tolle Überraschung für euch. Ich habe schon gehört, dass ihr irgendwas habt für uns. Hier, komm. Ich komm. Boah, und du willst mit mir spielen? Was ist jetzt die Überraschung? Ja. Also, pass auf. Die Überraschung... Ich habe auf deinem Kanal schon gesehen, dass ihr irgendwas habt. Du, ich hab's, stolz, mein Kanal. Ich habe mir extra nicht angeguckt. Pass auf, da draußen ein Blick auf die Terrasse und... Tada! Was ist das? Ein Brett. Sieht aus wie ein Kanu. Mit Fenster? Fenster? Hast du schon mal ein Kanu gesehen? Warum ist da ein Fenster? Wie sieht denn ein Kanu aus? Ja, so. Und wie sieht das aus hier? So ähnlich. Nicht zum nur links fahren oder rechts fahren oder so? Nee, man sitzt hier drauf. Klebeband ist auch so. Okay. So. Also doch SUP. Ich mach Klebeband weg, ja? Ja, mach mal Klebeband weg. Danke. So. Jetzt aber es ist schon richtig, dass irgendwas fürs Wasser ist, ne? 100 Punkte. Ja? Das ist fürs Wasser, ja. Okay. Und man kann sich das auch ins Zimmer stellen. Ich stelle es mir ins Zimmer. Hängen, man kann es an die Wand hängen. Kann man es aufklappen? Ja, genau, das ist nämlich der Clou dabei. Ich bin so gespannt, Banana Leute. Nu. Was? Banana Nu? Und da drauf, die Überraschung. Echt? Ja. Yeah. Banana Nu. Banana Nu. Und jetzt geht's los. Ich habe das nämlich auch noch nie ausgepackt. Oh. Und auch noch nie aufgebaut. Der Trick ist dabei eben, dass man das auseinanderklappen kann. Aber nicht kaputt machen sollte. Okay, das war's jetzt. Wir gucken jetzt kurz mal, wie das geht. Also, wir sind dabei, es aufzubauen. Natürlich ist es das erste Mal aufbauen für uns. Deswegen sind wir noch nicht so die Profis da drin. Das ist auch das erste Mal für das Boot. Deswegen muss ein bisschen, sich so dagegen, auseinandergezogen zu werden. Das muss ein bisschen gedehnt werden, ne? Also, es muss auf jeden Fall ein bisschen auseinandergedehnt werden. Ist ja nicht so, dass wir eine Aufbauanleitung haben, ne? Sitzbänke? Sitzbänke, genau. Allerdings bin ich mir nicht ganz klar, welche wohin kommen. Einfach nur voll groß eigentlich. Du musst nochmal ziehen ein bisschen. Ja. Dann kommt hier die zweite Sitzbank rein. Ja, und ich, jetzt noch festmachen. Das ist cool. Soweit ist das jetzt auf jeden Fall schon mal zusammengebaut. Die Sitzbänke werden jetzt noch befestigt und dann das können ist wir warten. Mega. Hier wird das befestigt, indem man das bumm festmacht. Das hört sich auf jeden Fall fest an. Und das noch dreimal jetzt und dann sind wir fertig. Perfekt. Easy gemacht. Denken wir aufs Wasser? Hey Schnucki, hast du nicht gesagt, du hast Angst vorm Wasser und jetzt sitzt du als Erste hier drin, ne? Also, aber hier fahren dann erst schon ich. Weil wenn du noch hier reinkommst, dann senken wir. Es gibt ein Zuladungsverzeichnis hier, nämlich 170 Kilo dürfen hier in das Boot einsteigen. Achso, ja, okay. Ja, das geht ja wohl noch so schnell, oder? Und soll ich euch nochmal sagen, wir haben ja noch eine Überraschung für euch, ne? Mhm. Dieses Boot hier gibt es auch nochmal in groß. Was, das ist das Kleine? Das ist das Kleine hier. Dieses große Boot ist das Kleine und das Ganze größer. Wo ist das? Und damit kann man auch mit Motor fahren und mit Segel und mit allem Möglichen. Was? Das steht in der Garage. Das bauen wir dann auf, wenn wir damit aufs Wasser gehen. So, die Jungs, die sind jetzt gerade dabei, hier die vordere Bank nochmal zu befestigen. Du musst die da vorne um den Haken rumziehen. Und dann zu. Und dann zu klappen. Wenn das nicht zuzuklappen geht, muss man das entsprechend einstellen. Schnucki, und du kannst dich noch nicht da drauf setzen mit deinem Schwergewicht. Da kommt unten noch eine Stütze drunter, damit nach unten das Boot auch noch ein bisschen ausgesteift ist. Das sind diese beiden hier, die werden da nochmal untergesteckt.
Passt? Ja. Passt. Für maximale Stabilität. Allerdings wurde uns auch gesagt, die Dinger sind nicht unbedingt notwendig. Ich wollte sagen, es wirkt eigentlich schon so stabil. Und? Ist weg. Fertig. Die Ruder fehlen noch. Haben wir auch welche? Ja, klar. Und jetzt ab ans Ruder. Mama macht die Ruder parat. Perfekt. Was ist das? Ein Auftriebskörper. Was ist das? Ach so, damit man untergeht oder was? Nee. Also das Boot geht sowieso nicht unter. Das hat uns sogar erzählt. Die haben wir extra gefragt. Das hier ist quasi ein großes Kissen zum Auspusten. Das kann man hier vorne irgendwo reintun. Ach so. Das ist sehr schön. Falls Wasser reingeht, dass das Boot nicht untergeht. Irgendwie so. Geil. Aber wie soll das da reinkommen? Ja, falls. Deswegen ja. Also falls. Regen. Es regnet. Genau. Genau. Was ist das? Weiß ich nicht. Das kommt, glaube ich. Doch, guck mal hier vorne. Papa befestigt jetzt vorne diese Stange fürs Kissen, ne? Also ich vermute mal, ich habe mir ja die Bedienungsanleitung nicht so richtig ausgiebig durchgelesen. Hast du sehr gut gemacht. Wie immer. Ich finde das lustig, das Ding. Ich vermute mal, dass diese Stange hier den Auftriebskörper festhält. Könnte sein, ne? Stimmt. Und es gibt dem Boot natürlich noch ein bisschen Stabilität. Also Papa wird es, wie ist das vielleicht? Auftriebskörper. Papa wird jetzt einen Auftriebskörper erstmal aufpusten. Ich wünsche viel Spaß. Ich aufblasbares Kissen. Oh, haben wir nicht so eine Pumpe hier zum... Haben wir eine Garage auf dem Spitzboden. Also ich zeige jetzt kurz mal, wo das hinkommt. Das hat ja auch schon diese Form so ein bisschen, ne? So ja, wie so ein... das sieht man schon. Und dann kommt das dahin. Perfekt. Ich würde sagen, das war eine krasse Überraschung. Wo ist die Aufbau anleiten? Da. Ich guck noch mal kurz, ob das da ist. Genau, also wir werden uns spätestens mit dem Boot wiedersehen, wenn wir richtig fett erstmal aufs Wasser gehen damit. Und auch mit dem großen Anteil. Das will ich ja auch erstmal sehen. Also, ich würde sagen, seid gespannt. Ich bin auch super gespannt, wie es wird. Lass euch mal rein hier, damit ihr schon mal. Aber wir, ganz was wichtig ist, wir haben das absolut Wichtigste vom ganzen Boot vergessen. Was denn? Das Unterwasserfenster. Ja, das ist richtig mega. Ich habe schon mal die Folie abgemacht. Die andere Seite müsste dann ja auch noch ab. So der Hammer. Wir haben ja nun hier auch einen See in der Nähe. Manchmal ist der See wirklich so trüb, dass man sie handlich sehen kann, wenn man sie in den See steckt. Au! Das macht nichts. Aber wir sind auch jetzt unterwegs an Flüssen und Seen und die sind kristallklar. Ne? Ja, das stimmt. Man kann da richtig gut dann durchgucken und die Krebse beobachten und so. Aber und die das Quallen. Zeigen wir alles, wenn wir damit unterwegs sind. Genau, spätestens im Sommer auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Also wenn es so richtig schön warm ist. Wärmer wird. Ja, Bock, also richtig, wenn es richtig schön warm ist, gehen wir aufs Wasser. Ich würde sagen, lass gerne da noch oben da. Ach, Sonne kommt auch noch mal raus. Ja. Ja. Hey, wollen wir denn mal direkt auf den See? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf die Ostsee? Ja. Schreibt mal rein, wie ihr das Ganze findet. Ich finde es mega cool. Ich auch. Wir sollen lassen da noch oben da. Stopp, wir müssen noch eine Sache erzählen. Wer sich dafür interessiert, der guckt auch mal auf ein Bananaboot. Ich weiß jetzt gar nicht. Verlinkt ihr uns auch. Steht hier schon in der Videobeschreibung. Ja. Nee, warte. Videobeschreibung. Irgendwo steht das doch hier, ne? Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ich sehe gar nichts. Nee. Ciao. Tschüss. www.banana-boot.de. Ah, okay, cool. Tschüss. Ist euch kalt? Nein, ja. Aber aufs Meer jetzt. Komm, wir gehen aufs Meer jetzt. We'll be right back.